Moin Leute, Timex hier, wir reagieren auf das neueste Video von den Rhinos. Die wurden wieder bewertet, immer ein geiles Format. Die wurden jetzt schon vom Darsteller, von Rentnern bewertet, noch irgendwas. Jetzt kommen Kinder dazu. Zurück auf dem Kanal bei den Rhinos. Und heute haben wir Verstärkung dabei, und zwar haben wir Urs mit dabei. Heute bewerten uns sehr ehrliche Menschen, und zwar 4 Kinder. Wir haben wieder von 1 bis 6 ein Ranking. Jeder von uns wird von den Kindern individuell gerankt. Wer ist zum Beispiel der Heftigste? Ey, Urs auf die 6. Perfekt. Und jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Wo ist du sympathisch? Der ist auch so League of Legends drin. Ja, das habe ich gesehen. Hi, ich bin Micha. Das habe ich gesehen. Digga, Urs will hier für Miss Olympia gehen, isst den ganzen Tag nichts, muss 5-mal am Tag workouten, ist komplett im Arsch, also nur im Arsch. Und wenn er mal nicht trainiert, dann hat er Freizeit. Was macht er zum Runterkommen? League of Legends spielen. Digga, das ist das Letzte, wo man runterkommt. Ich sag, die League of Legends Games sind härter als sein Training. Wer hat ihm das gesagt? Wer hat ihm das gesagt, dass das gut ist zur Entspannung? Ich mach Judo, ich bin 8 Jahre alt, ich kenn Revi und... sonst kenne ich niemanden. Hallo, ich bin Liam. Er hat ein Brawl Stars Shirt an. Würde mal mich interessieren, ob er mich kennt. Meine Hobbys sind Judo, Schwimmen und so weiter. Ich kenne keiner von den Jungs. Hi, ich bin Julian. Meine Hobbys sind Videospiele spielen. Ich kenne bisher nur Revi. Hi, ich bin Timur, 11 Jahre alt und komme aus Bochum. Meine Hobbys sind Schauspielern, Singen und Tanzen. Dazu mache ich auch Kickboxen. Ich feiere eigentlich Revi. Und Nico. Geil. Wer ist der Sympathischste? Ich würde sagen, ja. Sascha, weil er halt so lächelt. Ja, ich auch. Er kommt auch so sympathisch rüber. Sollen wir den dann auf die 1 packen? Baby sieht auch sehr sympathisch aus. Also auf die 2? Ja, lass auf die 2. Baby 2, Sascha 1. Nico, ich sag 3. Auf jeden Fall Urs würde ich auf die 6 packen. Ja, Urs auf so die 6. Muskelprotz. Ja. Wie ist hier so. Den werde ich auf die 6 packen. Ja. Tim und Marc. Mhm. Ich sag Marc so auf den 5. Und Tim an der 4. Ja, würde ich schon sagen, weil er auch so klein ist. Und er halt aber auch nicht lächelt und eher so ernst bleibt ein bisschen. Also Sascha Nummer... Da kommen die nicht drauf. Nummer 1. Sascha Nummer 1. Sascha Nummer 1. Sascha Nummer 1. Okay. Revi Nummer 2. Oh, Nummer 2. Marc Nummer 4, ja, ist so. Ich bin schon 4. Nein, Tim ist 4. Tim ist 4. Tim. Oh. Wer ist 3? Du. Ah, okay. Und Urs? Und Urs und Marc muss tauschen. Urs auf 6. Urs auf 6. Ja. Jawohl. Ist vielleicht die Antwort, wer der größte Blau ist? Nein, ich hab's. Gewicht. Wer ist der Schwächling? Gewicht. Gewicht oder Gewicht könnte sein. Wer ist der Leichteste? Wer ist, aber ist es eine Frage, die man stellt? Wer ist jetzt der Leichteste von uns? Wer kann am besten mit Kindern umgehen? Wer ist der beste Spielpartner? Boah, das ist eine gute Frage. Wer wäre ein cooler großer Bruder? Wäre auch cool. Ah, ja, ey, das sind zwei gerade Fragen. Jetzt ist ja indirekt. Das ist nicht schlecht geraten. Dritte Klasse, Urs kommt dich abholen von der Schule. Keiner labert dich dumm an. Ja, weil ich der Einzige, der ohne Führerschein bin hier wahrscheinlich. Ich finde schon, dieses wäre der leichteste, ganz simpel. Ja, Gewicht simpel. Könnte es ehrlich sein. Aber das ist so eine uninteressante Frage, oder nicht? Ja, wir starten ja Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es in dem Kontext das Gewicht ist. Wir sollten in die Richtung denken, was ich schon gesagt habe. So Spielpartner, großer Bruder. Ich glaube, das... Wer ist am besten in Fortnite? Könnte ich auch sein. Aber ich glaube, das hat schon was mit dem Optischen zu tun. Ich würde das große Bruder... Große Bruder. Große Bruder ist ein Marc sieht echt von uns, da müsste Marc auf die 1 von der Optik. Marc sieht nicht aus wie großer Bruder, Marc sieht aus wie ein Vater. So ein großer als großer Bruder, ja. Als cooler großer Bruder. Wie so ein Teddybär ist. Welcher coole große Bruder ist 40 Jahre älter? Geh mal für den Bruder. Lass den großen Bruder. Ja, lass großen Bruder. Okay. Ich finde es gut. Okay, wir würden mal versuchen, wer wäre der beste große Bruder? Falsch. Falsch. Okay, habt ihr vielleicht einen Tipp für uns? Tipp? Es geht um eine Charaktereigenschaft. Eine Charaktereigenschaft, okay. Wer ist der coolste? Sympathisch ist sau schwer drauf zu kommen. Lustig, dann lustig. Wer ist der witzigste? Lustig. Ja, wer ist vielleicht der witzigste, ja? Ja, Sascha, du wer ist der witzigste? Lustiger. Ja, Sascha hat gerade auch echt gut gelacht. Ich habe es gesehen. Ja, ja, wer ist der witzigste? Urs würde dann auch passen bei dir, die 6. Oh. Ey, wollen wir das einfach nehmen? Ja, witzig ist okay. Ja. Wer ist am lustigsten? Hat Marc mittlerweile einen Führerschein? Boah, nicht, glaub nicht, oder? Falsch. Okay.
dann wissen wir es leider nicht. Es geht um eine gefühlsmäßige Einstellung zu jemandem. Wie sehr mögen Sie einen? Ja. Ganz simpel. Das ist es. Ja. Wie, was nichts anderes macht Sinn. Wie? Oh, Tim, ich glaube, du verspielst sogar ein paar Mal. Warte, Tim, was ist es? Nein. Ich glaube, es geht um Sympathie einfach. Also, wer ist der Sympathischste? Ja, genau. Das vielleicht. Und dann ist man eingeschüchtert vor Urs. Und dann macht es auch Sinn, dass Marc auf der 5 ist. Wollen wir das nehmen, was Tim gesagt hat? Also, wer ist der Sympathischste? Sozusagen. Okay, der wäre der Sympathischste. Ja, wir locken ein. Richtig. Jawohl. Geiler Typ. Geiler Typ, Mann, Tim. Ich stehe auf der 6. Hey, auf der Nummer 3, da bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Tim, das erste Mal in der Sendung was gesagt, auch gut. Das ist ja kaputt, ey. Urs, danke, dass du da bist. Also, ey, wenn ich jetzt ordnen müsste, dann wäre Urs auf jeden Fall auf 1 und wir alle. Urs ist ganz vorne mit dabei. Wer ist der beste Gamer? Ich glaube, Revi. Ja, ich glaube auch Revi, weil er halt bekannter ist, finde ich jetzt. Ja, ich würde ihn auf die 1 setzen. Ich glaube, dann Nico. Ja, auf die 2 dann Nico. Ja. Wer ist der beste Gamer? Boah, die bekleckern sich da alle nicht großartig mit Ruhm, oder? Nico ist ganz gut in Call of Duty. Revi konnte mal Minecraft spielen. Der baut seit 12 Jahren in Craft Attack eine Festung, eine Burg. Urs zockt viel LOL. Marc zockt, glaube ich, gar nicht. Tim daddelt gelegentlich mal rein. Und Sascha nochmal in Valorant? Okay, oder? Ja. Ich glaube, Sascha. Ja, auf die 3. Ja. Auf der 4, ich glaube, Marc. Ja, auf die 4 Marc. Auf der 5. Tim? Okay. Nee, lieber nicht Urs, lass lieber Tim. Urs halt der so der Bodybuilder, der immer Sport muss. Boah, das war schnell, krass. Das ging ja schnell. Respekt. Nico auf die 1. Das war, glaube ich, das schnellste Mal überhaupt. Also Revi kommt auf die 1. Marc auf die 600%. Ja, ich glaube, Marc hat noch nie was gezockt. Gar nichts. Um Gottes Willen. Okay, das muss irgendwas Schlechtes sein. Nico kommt auf die 2. Marc auf die 4. Marc auf die 5. Oh nein. Oh Scheiße. Und dann kannst du bleiben. Wir haben heute einen neuen Nico auf der 6. Okay, realistisch. Also, wo unterscheiden sich Urs und Sebastian sehr, sehr stark? Ich finde, wir sehen ziemlich ähnlich aus. Dann könnten wir schon Brüder sein. Ja, also machen denselben Trainingsplan. Ich mache auch keine Brustübungen. Wer könnte den besten Witz erzählen? Ja, würde Sinn machen, auch so ein bisschen von der Sympathie, lachen, witzig sein. Ich glaube, es geht zu sehr in die Richtung von der ersten Frage. Ich glaube, es wird etwas anderes kommen. Ich denke tatsächlich, diesmal ist so auch das komplett kommt. Okay. Oder Gaming, es könnte auch so Zocken sein. Zocken habe ich auch irgendwie so ein bisschen, im Gefühl, muss ich sagen. Ja, das passt zu euch drei. Ihr seht doch am meisten aus, als würden wir zocken. Wir sehen richtig verzockt aus. Meinst du, wir sehen aus wie Gamer, Nico mehr aus wie ein Gamer. Sehe ich aus wie ein Gamer? Ich sehe doch nicht aus wie ein Gamer. Aber ich finde, wenn ich jetzt mal hier schaue, dass wir dann 1, 2, 3 werden, das macht schon. Wo würdet ihr mich einranken? Gaming, alles zusammen. Alles. Oder ja? Ich bin Revi Inside, ich bin Gamer. Na, er ist auch DJ, ne? 6, warum 6? Bei Sascha. Also, ich zock ja schon mal so viel wie die alle zusammen. Na gut, aber es macht mich zum besten Gamer, ne? Du bist nicht gut in allem. Ja, gut, aber. Boah, aber. Ich bin richtig beschissen in Fortnite, aber ich kann's immerhin. Ich kann ein paar 90s cranken. In League of Legends kann ich immerhin Silber halten und bin ich Iron 4 Hardstuck. Dann haben wir die ganzen Factory Games, dann haben wir die ganzen Mobile Games, dann habe ich ja alles mal gezockt, oder? Niemand ist im Shop in den Games so schnell wie ich, mit Abstand. Was habe ich denn, Digga, ich weiß gerade nicht mal, was ich mir gezockt habe. Was habe ich denn gezockt eigentlich? Den Clip halt kennt, ne? Wenn man ihn jetzt nicht ich kennt. Ich bin auch Fallschirmspringer. Was ist mit, wer hat am ehesten Renegade Raider in Fortnite Item Shop? Auch gut, können wir machen. Den hat jetzt hier keiner, außer wir beide, also wir beide verstehen den, aber der Rest nicht. Nico, glaube ich auch noch, oder? Wer hat Watch Party Level 4 schon auf 50? hat's was mit Zocken zu tun? Ja. Ja? Okay, ja, also krass, ja. Wirklich? Ja. Wer ist der beste Zocker? Dann wer ist der beste wirklich? Ja, dann würde ich sagen, wer ist der beste Gamer? Richtig. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nichts, Alter. Leute, ich wollte nur ganz kurz sagen, wenn ich jetzt auf der 6 lande, dann zieh ich mal mein T-Shirt aus. Wer ist der stärkste Kämpfer? Auf jeden Fall Urso, erstmal auf die 1. Ja, auf jeden Fall. Und dann so. Er will die jeden so kaputt. Ich sag Marc, bam. Marc als 2. Ich sag Marc, bam. Ja, also ja, ich sag ist auch schon Urso auf die 1. Also Marc auf die 2. Nico. Ich auf die 3. Revi. Guck mal. Ja, Revi auf die 3. Revi auf die 3, weil er ist auch ein bisschen. Ich dicker. Ich finde Tim auf die 4. Ja. Tim auf die 4. Dann würde ich Nico auf die 5 und Sascha auf die 6. Ja, weil er ist halt so dünn. Ja, er ist so lauchdünn, er würde es niemals schaffen. Er würde so boom. Sascha kommt.
Das ist ja großartig. Auf die 6. Er ist so lauchend, sagt euch jemand, der so 1,10 Meter groß ist. Okay. Damn, Dog, see you later, bro. Pass auf, nicht auf die 5. Fällt mir schwer, die Position abzugeben. Dann auf die 5, Nico. Oi, oi, oi. Leute, warum? Auf die 4, Tim. Ach du heilige Scheiße. Aber Sascha ist doch hier der Einzige, der Kampfsport macht regelmäßig, oder? Ah, ne, Revi? Naja, oh. In die Richtung weiterläuft, glaube ich. Ich weiß, dass die. Auf die 3 Revi, auf die 2 Mark. Ja, 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 okay. Auf okay, die 1 Bull. Ganz klar um Intelligenz. Revi kommt echt gut weg, aber ich sag, bist du stärker, Sebastian, denkst du, bist stärker als Nico zum Beispiel? Ja. Genau. Jetzt beim Bankdrücken? Nein. Ja, beim Schlagen? Jetzt ja. Will ich hier mal die Battles unter den Also, wenn wir jetzt zum Beispiel. Es kommt darauf an, was für eine Stärke. Wenn wir jetzt gegeneinander kämpfen würden, schon, ja, weil Nico, also das ist wirklich. Also, ich bin im Kampf ein absoluter Lelek. Es geht ja nicht um Kämpfen. Ich glaube, es ist jetzt so krafttechnisch. Ich glaube auch, Kinder, ist eure Frage, wer ist der Stärkste? Ja. Ja, richtig. Ja. Jetzt musst du einmal. Okay, ja, das jetzt musst du zeigen. Ich glaube, ihr habt richtig geraten. Schaut mal bitte. Die Kinder sind total verstört. Oh mein Gott, Achtung, Rücken. Oh, Junge, es kommt gerade. Junge, ich habe nicht gedacht, dass der so Sixpack hat. Bin ich auch der coolste, Kinder? Urs. Ja. Völlig eingeschüchtert. Ja. Wer kann am schnellsten rennen? Boah, ich glaube wieder auf Urs, Digga, der ist auch der Schmier. Nein, aber er ist halt Tim. Nein, nicht Tim. Das würde mich mal interessieren, wie schnell Urs auf 200 Meter ist. Der ist doch gefühlt zu, der ist zu breit. Tim, Marc ist halt größer und er macht größere Schritte. Mhm. Ja, aber ich finde, Tim ist so klein, der macht bestimmt Tim ist besser. Nicht so schnell, wiegt zu viel, ich glaube auch nicht. Digga, ich habe ja im Wettrennen gegen Zabex verloren. Das wisst ihr bitte noch von der E-Scooter-Tour. Wir hatten ein Sprintduell gegen Zabex, ich hab's verloren. Aber bei den Streamerspielen, bei den Bundesstreamerspielen war ich so schnell wie Rumatra. Was ist das für ein Scheiß? Auf der 1. Ja. Auf die 2. Aber Marc auf jeden Fall auf die 2. Auf die 2 ist Urs? Nein, Marc auf die 2. Marc auf die 2. Du bist doch auch ein Riese. Naja, groß sein ist erstmal gut fürs Sprinten. Große Füße, lange Unterbeine. Also eigentlich erstmal gut. Ist, glaube ich, so relativ schnell. Ich kann Topspeed laufen von 27 km/h. Das ist schon, als wir das gemessen hatten, da hätte ich nie mit gerechnet. Das finde ich großartig. Auf die 3 Revi, aber er hat bestimmt nicht so eine große Ausdauer. Aber also der 6, ich sag Revi, weil er nur ein Videospiel. Urs so auf die 4 oder 3. Ja. Nee, Urs auf der 4. Wir machen Urs auf die 4. Ja, ja, Urs auf der 4. Und Nico auf der 3. Und dann Sascha und Revi noch. Sascha auf die 6, der kann da bleiben. Oh. Wieso glaubt ihr mir nicht? Ich glaube, wir haben das doch gemessen. Es hat funktioniert. Wir haben es bei allen gemessen. Und ich war bei 27 km/h. Aber ich habe auch 60 Meter gebraucht, um die zu hitten. Das heißt, ich kann die 27 km/h in einem normalen Fußballspiel nicht nutzen, weil ich das halbe Feld brauche, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Und dann muss ich auch 20 Meter lang bremsen und kann mich dabei aber nicht drehen. Ich kann nur so in eine Richtung, muss ganz lange aufladen. Ja, auf der 5 Revi. Oh. Auf die 4 Urs. Oh, okay. Bleib so. Boah, das ist schwer. Boah, ich bin auf der 2. Ich sag euch ehrlich, ich hab gar keinen Plan. Ich bin gerade nicht schwierig. Wenn ich neben Tim stehe, finde ich es immer schwer. Was ist mit Intelligenz? Daran habe ich auch gedacht. Wer ist aber das? Warum denkt ihr immer, dass ich der Schlauste bin? Ja, das stimmt nicht. Aus der Kids-Perspektive. Ja, was denken die Kids? Da ist schon was oft so. Ist immer verspielt. Ja, Captain, aber sind ja auch ein bisschen verspielte Trottel. Nico hat ein bisschen Ding, Marc sieht so und wir beide sind so. Ja, was Marc sieht so? Aber ich bin sportlich angezogen. Nein, du siehst normal aus. Siehst du, was normal? Marc sieht so ein bisschen wie. Oh, bei der Frage krieg ich wieder übel Bock auf Bundesstreamerspiele, muss ich sagen. Das war schon geil. Oder es ist so ein Outfit-Ding, könnte auch sein. Findet ihr auch, dass Marc Erzieher der Hochsprung, das Sprinten. Ja, schon. Oder Streetworker. Oder wer ist der Beste in der Schule? Stimmt, Outfit brauchen wir auch. Wer ist der Beste in der Schule, ist ein sehr guter Call. Das ist so eine Kinderfrage. Okay, ich würde mal mit dem Call gehen. Wer ist der Beste in der Schule vielleicht? Wer war der Beste in der Schule? Falsch. Oh mein Gott, dieses Falsch war gerade so richtig, so ganz falsch. Tipp, es geht um etwas Körperliches. Es geht um was. Oh ja, doch, wer hat die coolste Frisur vielleicht? Digga, Tim und dann du mit Istanbul Airlines. Wer ist am so Marathonläufer? Ja, genau, wer ist am schnellsten? Und wer kann am schnellsten laufen? Ja. Wer ist der athletischste oder sowas? Nein, ich bin, wer ist am schnellsten? Wer ist am schnellsten? Ist was körperlich? Ich aber ganz. Wie lange ist das Video her, dass sie das aufgenommen haben? Das sieht noch relativ frisch aus mit Nikos Haartransplantation. Und Marc hat ja auch 15 Kilo abgenommen. Die hat er da noch nicht abgenommen. Das ist schon ein bisschen her, ne?
Aber dass du dann ganz hinten bist, ist schon komisch eigentlich, oder? Weil du bist schon eine Gazelle eigentlich. Aber vielleicht verbinden die Kids das aber so mit Tim sieht schnell aus wegen seinem Outfit. Kannst du mal kurz zeigen, wie du joggst, Sascha? Er ist schnell. Das ist der Grandma-Walk. Mir fällt nichts ein, außer schnell oder athletisch oder so. Sascha war nicht so schnell. Er hat ja schon diverse Male bei uns Fußball mitgespielt, es war okay. Aber er ist jetzt, also, nee, er sieht schneller aus, als er ist. Ja, mir auch nicht. Ja, aber Klamotten, ich call immer die Klamotten. Bro, wer hat den besten Style, Tim auf der 1? Also, ja, aber ja. Aus der Perspektive von einem Kind. Der Style könnte auch sein, weil die sehen so, ja, guck mal, er hat eine kurze Hose an, ist cool. Ja, relatable einfach. Ja. So ein cooles Outfit, was Tim trägt. Ja, und er ist der Einzige mit der kurzen Hose. Ja. Ey, Leute, ich glaube, er als Kind würde ich eher Sascha sagen. Ey, voll cool mit so Chucks, kennt man mal. Ja, aber ey, wer ist der Schnellste? Ich soll Sascha der Schnellste machen? Ich finde, Sascha sieht aus wie ein Clown. Ich glaube, wer ist der Schnellste, ist, glaube ich, falsch, weil Marc dann auf der 2. Wir müssen denken, wie denkt Sascha. Ja, wer hat das coolste Outfit, sag ich. Es ist nicht das Outfit, glaube ich. Aber dann wärst du so hart auf der 6, Sebastian. Das sieht echt aus wie der Schornsteinfeger. Wollen wir es einfach probieren? Ja, okay. Machen wir? Ja. Wer ist der Schnellste? Richtig. Oh, stark. Mit dem richtigen Krass, wie heute drauf kommen. Warum denkt ihr, dass Marc auf der 2 so schnell ist? Weil er große Beine hat. Ja, weil er große Beine hat. Er macht halt weniger Schritte. Ja, stark. Wieso? Marc ist auch wirklich nicht schnell. Auch nicht für seine Größe. So, aber Sascha auf der 6? Weil er nicht so sportlich aussieht. Nee. So, wie er es nicht sagen wollte. Oh, Einmal brechen, die Kinder. Ja. Sehr gute Einschätzung. Sehr, sehr gut, Kinder. Weil er nicht so sportlich aussieht. Okay, nächste. Wer war der größte Klassenclown? Ich würde sagen, Sascha auf die 1. Wo ist gar nicht? Er war so der Spielverderber. Der ihn geschlagen hat. Ja, der ihn geschlagen hat. Der Mobber, der jeden geschlagen hat. Da gehen so die Klischees rein. Mobber. Aber dann würdest du sagen, Nico auf die 2? Ja, Revi macht halt so krasse. Aber Revi würdest du auf die 3 oder 4 machen? Ja. Aber Nico würde ich doch lieber auf die 1, oder? Ja, ich finde Sascha, sie sieht schon ein bisschen lustiger aus. Bruh. Ich sag Sascha. Safe, Nico oder Marc, Digga. Cringe. Sascha auf die 1, Nico auf der 2, Tim auf der 3. Revi auf der 4, würde ich sagen. Marco ist auf jeden Fall auf die 6. Ja. Auf die 5 kommt Revi, ne? Nee, aber ich würde sagen, Marc kommt auf die 5 und Revi auf die 4, weil ich finde, Revi sieht eher so ein bisschen... Revi sieht so locker aus mit den so offenen Jeans. Ja, aber der sieht so ein bisschen böse aus. Sie kommt so lustig aus. Ja. So lustig. Nico. Wie ist der Klassenclown, weil er so lustig aussieht? Nico auf die 1? Nico auf die 1. Leute, ihr seid die Besten. Oh mein Gott. Mein Arm wird gerettet. Ich weiß es nicht. Sascha auf die 2. Shit. Tim, bleib so. Jetzt tut's weh. Wieder. Rebi, bleib so und Urs auf der 3. Urs war eher der Mobber. Das war jetzt ein kleiner Tipp schon mal. Was? Okay. Ja, ich weiß es. Wer ist am meisten natural? Nein, ich hab's. Wer ist der Netteste? Ich hab's. Wer war am besten in der Schule? Falsch. Nein. Aber wer hat gesagt, Urs war eher so ein Mobber? Wer ist der, Gegenteil von Mobber, so nettmäßig, oder? Aber hatten wir doch schon mit, oder Streber? Nein. Wer ist der Netteste? Wer war der Beliebteste in der Schule? Sowas eher. Oh. Wer war der Beste in der Schule? Wer hat am meisten? Und Klassenclown zu Klassensprecher ist geil. Freunde oder sowas auch. Aber ich finde Beliebteste in der Schule ist gut. Ja, beliebteste und Freunde macht schon Sinn. Okay. Leute, ist es der Klassenbeliebteste? Falsch. Ganz nah dran. Ja, Klassensprecher. Genau, wen würden die als Klassensprecher wählen? Ja. Vielleicht ist ein Klassensprecher, oder? Klassensprecher ist gut. Klassensprecher. Freund ist gut. Klassensprecher. Klassensprecher. Ich finde, wer hat die meisten Freunde? Ich auch. Wer hat die meisten Freunde? Ja, ich sorg den Klassensprecher. Ja. Weil ich war eher der Mobber. Ich hab's sehr echt, warst du der Mobber? Nein, aber meinten ja die Kinder. Kann es sein, dass die Frage war, wer hat am meisten Freunde in der Klasse? Falsch. Tipp. Es hat etwas mit Humor zu tun. Wer ist der Witzigste? Wer ist der Klassenclown? Richtig! Ja! Meine Güte, da haben wir so was von dir heute. Darf ich eine Frage stellen? Wieso ist Revi auf der 5? Findet ihr Revi nicht lustig? Nee. Gut, Kinder! Die meinten am Anfang, sie kennen alle Revi. Und jetzt meinten alle, er ist nicht lustig. Das ist großartig. Damit liegt ihr richtig! Und Nico ist witzig?
Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich euch gerade bin. Wer hat das coolste Outfit? Ich finde Revi. Nee, aber Revi hat so den lässigen Style. Ja. Revi als erstes, also Nico als zwei. Nico zwei. Nee, Revi müssen wir überlegen. Ich finde so, Revi und Nico sind ein oder zwei. Nico trägt so eine Art so einen Roboter, oder? Drei? Zwei? Nein, ja, stimmt, ja. Wer trägt einen Roboterarzt? Urs auf die drei. Dann würde ich sagen, Marc auf die vier, Tim auf die fünf und Sascha auf die sechs. Also Revi auf die eins. Jetzt lacht ihr noch da hinten. Nico auf die zwei. Ich bin auf der zwei. Gute Wahl, Leute. Dann Urs auf die drei. Oh, einmal Mittelfeld. Mama. Tim auf die fünf und Sascha auf die sechs. Wir haben Revi auf der eins, Sascha auf der sechs. Wir sind im Mittelfeld. Okay, was ist der große Unterschied zwischen Sascha und Revi? Sascha hat eine Cap heute an. Ich glaube, jetzt sind wir beim Outfit. Outfits? Meinst du? Aber ich finde Saschas Outfit ist ja eigentlich. Saschas Outfit ist gut. Damit machst du auf jeden Fall nichts falsch. Ja? Aber Sebastian schneidet immer so gut ab beim Outfit. Aber das ist niemals. Ja, das ist das Ding, ihr hältet immer alle mein Outfit, aber alle anderen sagen hey, aber cool. Ich sag euch ehrlich, ich weil ihr Outfit nämlich immer hinter mir steht, weil ihr sauer seid. Wer hat das coolste Outfit an? Ja, richtig. But if you close your eyes, die checks gar nicht, geil. Heftig, Mann. Tim ist doch vor mir mit der kurzen Hose. Also wie scheiße. Wer war der Beste in der Schule? Okay. Das ist schwer. Urs hat halt, glaube ich, nachmittags eher trainiert als Hausaufgaben gemacht. Der hat dann, glaube Wann hat denn Urs angefangen mit Training? Ja, also ich finde, aber vielleicht könnt ihr auch gut in der Schule. Der wird doch nicht mit 12 schon trainiert haben. Ich warte, also ich finde, Tim ist entweder 1 oder 2. Ja, er sieht schon sehr gut. Mit 4. Er sieht so aus wie dieser Streber, der immer im Gymnasium so. Hallo, einmal bitte die Hausaufgabe. Tim auf dir ein. Was haben wir denn da überhaupt? Boah, bin ich scheiße, ich weiß gerade nicht, ob Sascha sein Abitur hat. Ich habe seit 3 Jahren Podcast mit ihm. Ich weiß, dass er auf so einer IT-Schule und so war. Und dann hat er noch eine andere Schule besucht danach. Hat er? Ja? Okay. Was für einen Schnitt hatte der? Fachabi, aber kein Abitur, ne? Fachabi weiß ich, aber richtiges Abitur? Marc nicht. Nico meine ich auch nicht. Ich meine, Revi hat auch nur Realschule gemacht und dann Ausbildung. Tim müsste eigentlich safe haben, ne? Ja, Tim hat auf jeden Fall auf die 1. Ja. Revi auf die 2. Sascha, vielleicht war er immer Skateboarden, aber ich würde ihn auf die 4 setzen. Ich sag Revi jetzt auf der 1. Nee, gar nicht. Revi, er zockt halt viel. Wenn du halt zockst, dann machst du doch deine Aufgaben. Dann lernst du ja auch gar nichts. Wenn du zum Beispiel die ganze Zeit Fortnite zockst und den Headshot die Kurzen machen immer seine Aufgaben. Marc auf die 3. Marc auf die 3. Ja, Marc auf die 3. Dann würde ich sagen, so Urs auf die. Nein, komm. Urs auf die. Ich glaube, Marc Eggers bist du auf den letzten Platz hier, glaube ich sogar. Ich glaube aber, Urs würde schlechter sein als Revi. Ja. Tim auf die 1. Also ich würde sagen, Urs auf die 6. Ja, Urs auch wieder auf die 6 wie immer. Ja, Urs wie immer. Und Revi auf die 5. Ja. Auf die 4 kommt Sascha. Als erstes Tim. Oha. Auf 1 oder was? Ja. Oha, danke. Nico bleibt. Hat Tim Abi ja, ne? Aber Tim könnte auch so einer sein, der hat nur so entspannt Realschulabschluss gemacht und hat sich dann den ganzen Bums selber beigebracht. Oh, hey, Bro, der schläft heute zu gut. Ich falle jetzt zurück. Marc auf die 3. Wer auf 3? Marc. Ich dachte, ich könnte auch vorne stehen bleiben, aber das Ding ist durch. Revi auf die 5. Tim hat 1,7er Abi. Ey, Urs. Ja. Auf die 6. Ich glaube, dieser Shirt ausziehen Trick, der hat irgendwie nicht gezogen. Danke, Kinder. Vielleicht ist jetzt wieder so eine Streber-Ding-Geschichte oder so. Schwer Schule. Zu sagen. Ja, wer war am besten in der Schule? Weil Revi sah lässig aus, Ding. Nee, nichts mehr mit Schule, glaube ich. Reicht jetzt auch, oder? Nee. Ich glaube, also ich habe keinen anderen Guess. Hey, vielleicht auch mal, wer hat am meisten Geld? Wer zockt am meisten? Ja, wer am meisten zockt, wer doch dann auch, wer am besten zockt. Weil wir hatten vorhin wer am besten zockt. Weißt du, dann wäre das wahrscheinlich, weil ich war ganz hinten bei wer zockt am besten. Also kann auch sein, dass ich am meisten zocke und am schlechtesten bin. Ja, das stimmt. Ja, wir alle haben den Homie, aber ich glaube, das ist es nicht, weil dann wäre Sebastian weiter vorne, sage ich. Ja. Meinst wenn du? Wer am besten. Ja. Wirklich, ich würde sagen Schule. Wer ist am schlechtesten, am besten in der Schule? Den klassischen Schulbär. Kann man machen. Ja. Aber hatten wir den nicht schon? Nein, wir hatten nur den Kassenclown, oder? Sollen wir fragen? Ah, okay. Aber guck mal, du hast Cap, Babys Ultra lässig angezogen. Offshore-Konten so Power-mäßig. Ja, also ihr meint, wer ist am besten in der Schule und ich bin auf der 2. Wer war der Beste in der Schule? Wer war der Beste in der Schule? Ja, wer war der... Tim, sag's. Wer war der Beste in der Schule? Richtig. Richtig. Oh mein Gott. Digga, die kommen heute auf alles. Was sind wir heute? Ja,
Tim einen aufgespielt, Brudi. Wollt ihr kurz erklären, warum Tim vorne steht? Ja, weil er wie ein Schreber aussieht. Ja. Ey, und ihr habt doch einfach recht, ne, Leute? Ja. Nein. Bei Tim. Wer hat am meisten Geld? Okay. Ja, aber darf ich sagen, Revi? Warum wissen das die Kinder? What the fuck? Oder Nico? Aber Revi auf 1 und zweitens Nico. Ja, aber ich mein, 3 wird sie sogar Marc. Ich meine, irgendwie, guck morgen, guck mir mit, der ist irgendwie so zum Meme geworden. Tim würde ich sagen auf die 4. Ja, Marc auf 3. Kuss auf die 5. Und nee, Sascha auf die 6. Boah, ich würde sagen, das Tim auf die 3. Tim auf die 3, ja. Und ja. Marc auf die 4. Aha. Dann würde ich sagen, Sascha auf die 6. Sascha auf die 6 auf jeden Fall. Und Urs auf die 5. Revi auf die 1. Ah, Jesus, Revi, das ist nichts Optisches. Nico bleibt. Oh mein Gott, ey. Was würdest du sagen? Boah, ich habe gar keinen Plan, was ein Urs verdient. Und wenn ja, auch schon wie lange. Aber ich würde Revi auf jeden Fall auf die 1 packen. Dann wahrscheinlich Sascha, dann Nico und Tim. Boah, Marc ist halt, der hat halt einen übertrieben krassen Malle-Durchbruch, ne? Der hat 50 Auftritte oder so im Jahr. Das ist natürlich auch krass. So krass heute. Tim auf die 3. Ich werde hier echt hin und her von 5 auf 1 immer getauscht. Was? Auf die 3. Sascha auf die 6. Ja, also, stark, Sascha, Kinder. Okay, Revi muss man eigentlich auch mal zählen, wer wo wie oft steht. So. Ja, wir sehen uns einfach ähnlich, ne? Okay, Revi auf die 1, Sascha auf die 6. Geld. Ich sag Geld. Ich glaube, ich bin sogar bei dir. Ja? Weil, wenn es Geld wäre, vielleicht denken sie dadurch, dass du viel zockst. Marc ist schon 50 Jahre im Business. Ja, aber als Model hat man ja jetzt, glaube ich, nicht so viel verdient. Dann so ein paar Trash-TV-Sendungen, da verdient es ja auch nichts im Fernsehen. Was dann? Da waren seine Vlogs ganz geil, aber auch noch nicht so lange. Wann ging das richtig los bei ihm? Vor 3 Jahren oder so? Du bist so viel zu Hause und kannst nicht viel Geld ausgeben, weil du ja nur. Nee, das Hemd, glaube ich, einfach. Das Hemd auch. Und das Hemd auch noch, ja. Plus du. Ja, man verdient im Body. Einige sagen, Urs ist ultrareich, einige sagen, Urs, hier, man verdient im Bodybuilding nichts. Also insgesamt machst du da nicht viel, aber er alleine bei ESN macht das schon hundertprozentig. Digga, der ist der krasseste deutsche Bodybuilder. Also der, ich glaube, man verdient da zwar nicht viel, aber der allerkrasseste verdient dann wieder richtig viel. Wisst ihr, was ich meine? Doch. Der alleine über seine ESN-Code wird er ja bescheuert verdient. Der hat 1,4 Millionen Follower. Ja, doch. 100.000 Likes auf dem Bild. Doch, das ist krass. Das ist hundertprozentig krass. Durch Sponsoren halt, ja, doch. Du hast eine Basecap falsch rum. Markus Rühl hat auch nicht viel verdient. Ja, damals. Heutzutage ist mehr. Digga, vergleicht doch nicht jetzt Markus Rühl und Urs. Da liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen. Das ist doch was ganz anderes. Früher hat man dann mit einem Scheiß verdient. Heutzutage ist das deutlich mehr. Auf so. Wer hat am meisten Geld? Ja. Das hat sich auch mittlerweile bei den 10-Jährigen rumgesprochen. So oft wie du sagst, dass du 20 Immobilien hast. Stimmt. Bro, das stimmt nicht. Das wird immer von anderen Leuten behauptet. Ich habe selber noch nie eine Aussage dazu getroffen. Oh, Digga, schon. Nico hat auch eine Uhr an. Ich finde, so ein Schmuck vor allem. Ich glaube nicht, dass es eine Sache ist, die auffällt. Bei uns beiden, jetzt check ich es nicht so ganz. Doch, check ich auch. Wir sind einfach im Mittelfeld. Ja, doch, wer hat am meisten Geld? Bin ich dabei? Weil du warst gut in der Schule. Guck mal, wir kommen hier auf alles. Wie weiß man mittlerweile jeder. TikTok, MikTok. Du hast die Uhr. Ja. Wir loggen ein. Wer hat am meisten Geld? Oh, ich sag, Urs verdient gut. Doch, ich sag ziemlich gut. Wie lange? Wann hatte so Urs so seinen Durchbruch? Wie lange ist das her? Der ist jetzt ja auch nicht seit 10 Jahren da, wo er jetzt ist. Geld. Richtig. Ja. Oh. Hey, das kann doch. Seit 2019? Nein. Digga, wie gut. Warum sieht Sascha nicht so reich aus? Er sieht aus, als hätte er so günstigste Pullover und so. Ich habe diesen Pullover 10-mal im Schrank. Ey, habt einen tollen Job gemacht. Krass. Ich würde sagen, ich würde sagen, jeder von dir ist Millionär. Richtiger Millionär. Also doch, wer denn nicht? Millionär. Vielen Dank euch. Hey. Hi, was geht? Dann machen wir so. Komm, hi. Hi, was geht ab? Habt ihr super gemacht. Habt ihr richtig gemacht. Vielen Dank euch. Hat's euch Spaß gemacht? Ja. Okay, ich würde sagen, danke nochmal an die 4 Kids, die da waren. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr herkommt und uns bewertet und die Fragen beantwortet. Wir schätzen sehr eure Zeit und wir schätzen auch vor allem die Zeit von Urs. Urs, danke, dass auch du dabei warst. Gerne, Männer. Geiler Typ. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir freuen uns über jede Bewertung und auch Kommentare, auch für die Kids ein bisschen Liebe da lassen. Und abonniert gerne den Kanal von uns, den Renos, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.
War ein tolles Video. Großartig. Was hatten die jetzt alles schon? Rentner? Onlyfans-Darsteller? Kinder? Womit ging das auch mal los? Was war noch mal am Anfang? Models? Stimmt. Nee. Ja? Ich glaube auch, ja. Wann bist du dabei? Ich will unbedingt bei so einem Format mal dabei sein. Safe.